Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition, hier an unserem neuen Lager. Wow, da geht's aber tief runter. Achso, nee, ich wollte hier zu dem Turm, wollte ich, ja. Und wollte mal gucken, ob hier noch was ist, ob es hier was gibt. Ja, außer Rutschen gibt's hier nichts. Wäre aber ein bisschen blöd. Halt, hier blinkt was. Hä? Okay, mal da oben gucken. Kommen wir denn hier? Nein, natürlich. Wieder nicht hier. Nirk. Na komm, du wirst doch wohl jetzt hier irgendwie da durchkommen. Okay, da geht's tief abwärts. Riesentreppe. Ah. Es wäre schön, wenn das hier eine Treppe wäre. So, Aufi. Oh, was haben wir denn hier? Wir hätten hier den ganzen Käse hochgebracht. Und Wurst. Was ist das da? Da einer irgendwelche Figuren aus Käse geschnitzt? Wow. Getränke von Cedars. Westhügel Branntwein. Ein Hauch Johannisbeere mit Geißblattabgang. Schmeckt außerdem wie Branntwein. Aha. Tja. Keine Ahnung. Was die Leute hier für komische Hobbys haben. So, kommen wir jetzt hier wieder runter? Ja, irgendwie. Irgendwie geht das. So, was haben wir denn hier? Auch irgendwas, was uns leider versperrt ist. Verdammt. Will ich aber echt gerne rein. Hm? Okay. Wäre auch immer schön dann zu wissen, mit was man das aufbekommt. Sowas. Wenn da irgendwie zumindest ein kleiner Hinweis stehen würde. Staub eben. Also da unten, das da unten sieht nicht gut aus. So, was haben wir hier? Tesoro-Turm. Wächterkommandantin Tesoro, Richterin über mehr als 100 Genlocks, gab ihr Leben zu Beginn der langen Nacht der zweiten Verderbnis bei der Verteidigung des Tiefenschlunds. Also wenn sie für jeden Wächter hier irgendwie einen Turm benannt haben, dann stehen hier definitiv ziemlich viele Türme rum. So, wir können zu dem Typen zurück. Ja, super. Einer weniger. Hey, bleib mal hier. Wir sind doch dabei. Dass die da auch immer zuerst auf Dorian gehen. Oh. Mal auch zu.
So. Risse in Sand und Staub abgeschlossen. Wunderbar. Bindungsmagier. Bisschen übertrieben. Niemand widersetzt sich uns. Das war's schon? Okay. Eiserne Bulle stimmt mal tendenziell wie immer zu, wenn wir irgendwelche Venatori verprügeln. Da habe ich gedacht, dass wir hier für Dorian das machen. Oder stimmt er da tendenziell immer zu nicht aus Rache, aber wegen Rache und so, weil die ja beinächst seine Leute getötet haben, was wir ja verhindert haben. Was ist das denn? Jetzt, Bellatori, stürzt euch ins Geldhimmel! Ja, das muss der aber jetzt auch nicht so wörtlich nehmen. Moment, wir müssen den da. Wer geht auf mich? Wo ist er denn? Wen schießt er denn? Hä? Da ist noch einer. Die hier wieder an Tränken gekostet haben. Das ist nur höflich. Wir haben geklopft. Also wenn das jetzt kein Klopfen war, dann weiß ich auch nicht. Nachrichtenfragmente. Ja, die Chiffren und so haben wir schon alle. Ach, da oben, da komme ich aber nicht ran. So, wo treiben wir uns denn jetzt hier hin? Ein trauriger Splitter, oh ja. Nicht, dass wir jetzt hier wieder irgendwie so einen Mikrowellenstrahl haben. Dann falle ich aber hier vom Glauben ab. Okay, die verpissen sich schon mal, ja. Glaub aber nicht, dass das... dass die da einfach nur abhauen, weil sie Angst vor uns haben, sondern ich denke mal, die holen Verstärkung. Hier ist nix. Deswegen, dass wir jetzt schon 4 Tränke verschleudert haben, finde ich nicht gut. Das finde ich definitiv nicht gut. Das ist nur eine Leiter, oder? Mal gucken. Nee, das... Ja, klatschert ihr mir mal hier hinterher. Werdet ihr sehen, was ihr davon habt. So, die waren hier lang. Venatori, auf sie! Werft sie zurück! So, da war doch noch einer, der hier Pfeile geschossen hat, oder war das Varric gewesen? Ich hab nicht gedacht, an mir wäre irgendwie ein Pfeil vorbeigeschossen. Na gut, da oben ist auch noch irgendwas. Ein roter Punkt.
Hä? Irgendwas passiert hier? Jungs, wartet mal hier. Ich kletter mal hier hoch. Requirierung müssen wir beschaffen. Ich weiß aber nicht, was das ist, wie das aussieht. Jetzt haben wir da eine Truhe. Nehmen wir mit. Kapuze. Da hinten geht's auch noch lang. Die Frage ist, wenn wir da runtergehen, wie kommen wir dann wieder hoch? Da ist was, ja, ja. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann wieder runter? Okay, da sind noch ein paar Venatori, deswegen zack. Wir dienen Inquisitor im Leben und im Tod. Den Krieger! Au! Den Krieg! Aha. Wen schießt ihr denn da schon wieder? Auf irgendeinen Magier anscheinend. Durchhalten, Bulle! Ach, der ist doch schon down. Okay, da hinten scheint noch einer rumzustehen, oder? Ich bring dich um. Wie lange halten die das noch durch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich lange genug. Oh, da, oh Gott. Hä? Okay, da ging jetzt nur das Tor auf. Naja. Moment, wo? Pling, pling? Pling, pling, irgendwo da hinten. Ist wahrscheinlich irgendwo weit unter uns. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles liegen gelassen? Hier. Fragment. Dann gehen wir mal da unten hin gucken, wo eventuell Pling, pling ist. Nee, hier ist definitiv nicht das, was ich suche. Können wir hier... Nein, können wir nicht. Okay. Achso, das ist nur die Leiter. Die nutzt uns da nicht allzu viel. Nimmst du mit, bitte? Danke. Ist zwar nur Schrott, was wir hier plündern... Aber ich will zumindest geguckt haben, was hier drin ist. So. Eins, zwei. Achso, das sind drei Dinger. Drei Leitern. Kommt her, Inquisitor! Ich bin bereit zu dienen! Das Leben ist nichts! Ihr wird herrschen! Ich sehe gerade gar nichts. Den Krieger! Den?
Oh, und da ist der noch da. Der macht nicht mehr allzu viel. Ja. Da hat's den hier auch zerrissen. Meister, ich folge eurem Ruhm. Ein bisschen Farbe hier und dort und ihr hättet eine halbwegs gediegene Bleibe. Sehe ich auch so. Irgendwie so ein paar Tapeten hier rein. Fließend warmes und kaltes Wasser. Eine Toilette irgendwo. Und man könnte hier drin wohnen. Aber ich glaube, das wird so eine Sache, da können wir uns dann abschminken. Außerdem, wer würde die Umbaukosten übernehmen? Weil ich habe da nicht mehr so viel auf Tasche. Okay, was haben wir denn hier? Astrarium, nein. Aha. Oh shit. Ah, Mist. Nee, so geht's ja nicht. Mist. Aber irgendwie so halt. Ja, das ist schon kompletter Blödsinn, was ich jetzt hier mache. Da? Nee? Okay, hat doch hingehauen. Ja, okay. So, wen haben wir denn da? Achso, ich muss fertigstellen. Sternbild tot. Das einzige Sternbild, das seinen alten Namen bis heute behalten hat, ist tot. Das sich direkt auf den gleichnamigen alten Gott Tevinters, den Drachen des Feuers, bezieht. Die Darstellung dieses Sternbildes variiert und zeigt entweder einen brennenden Mann, vermutlich ein leidendes Opfer des alten Gottes oder eine in Flammen gehüllte Kugel. Eine Kugel wäre einfacher gewesen, glaube ich. Scholaren hatten im göttlichen Zeitalter versucht, den Namen des Sternbilds offiziell in Ignifia zu ändern, weshalb es auch in einigen alten Texten so bezeichnet wird. Hatten damit jedoch selbst dann keinen Erfolg, als die Verehrung der alten Götter im Reich ausgemerzt wurde. Okay. Aha, da ist noch eins und irgendwo da hinten. Aha. Where? So, wo ist denn hier zum Dingsen? Ah. So, Flagge hochgezogen. Wunderbar. Okay, ich hoffe, die haben hier Tapeziertisch, Tapeten und so weiter alles dabei. Ein paar Fliesen wären auch schön. Ah ja, siehst du. Oder so. Inquisitor, ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Es gibt Berichte, dass sich in der Festung, die von den Wächtern aufgegeben wurde, Banditen eingenistet haben. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Okay. Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn ihr mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen.
verdammtes Pack. Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wargest, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. 4 Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Mhm. Was könnt ihr mir über die Dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die Dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Sonst noch was? Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraten? Es ist seltsam ruhig, seit die Wächter weg sind. Ich komme mir vor wie eine Katze, die in einem Raum voller Schaukelstühle wartet, was passiert. Einen Erzdämon hatten wir schon. Ich will gar nicht daran denken, was als nächstes kommt. Ja, okay. Und wer bist du eigentlich? Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Mhm. Welche Aufgaben habt ihr hier, Hauptmann? Ich bin Kommandant Cullens Stellvertreter. Als solcher bin ich für die Logistik vieler unserer riskanteren Einsätze verantwortlich. Außerdem koordiniere ich die Berichte unserer Feldagenten. Okay, aber du bist nur der Stellvertreter hier oder überhaupt? Woher kennt ihr Cullen, wenn ihr in Starkhaven stationiert? Müsste ich ja eigentlich auch wissen. Nachdem Kirkwall explodiert war, schickte Starkhaven Unterstützung. Große Teile der Stadt waren unter Schutt begraben. Viele Leute waren obdachlos oder in eingestürzten Gebäuden verschüttet. Ich koordinierte damals die Bergungsbemühungen und traf Cullen, als er versuchte, den traurigen Rest der Templer von Kirkwall zu befehligen. Mhm. Ihr wolltet die Kirche nicht verlassen, wie der Rest eures Ordens? Heilige Pflichten sind schön und gut, aber ab und an muss jemand die wirkliche Arbeit erledigen. Wenn die Kaserne brennt, hole ich Wasser, anstatt herumzustehen und die Asche der Ketzerei zu bezichtigen. ich wollte euch nicht zu nahe treten. Ja, kein Ding. Wie behandelt euch die Inquisition bis jetzt, Hauptmann? Ich kann nicht klagen. Manchmal ist meine Arbeit ziemlich verrückt, aber ich bin immer froh, wenn ich mich nützlich machen kann, Inquisitor. Es gibt immer etwas zu reparieren oder abzustützen. Und um die Wasserversorgung muss sich schließlich auch jemand kümmern. Ja, wunderbar, dass sich hier einer um alles kümmert. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. So, das heißt, wir haben hier eine neue Bleibe. Was können wir denn hier noch requirieren? Da schauen wir auch noch rein. Gegenstand herstellen. Kammwalz. Was geben wir denn da eigentlich her? Eisen kann weg. Hofaufwertung. Holzschlag, Steinbruch, Moment. Ja. Rätselkästchen, Venatori-Information. Ach so, das könnten wir jetzt hier herstellen. Ach so. So ein Harras. Weg des Templers. Ach so, das. Ja gut, das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Hof, großer Wachturm. Moment, was? Setze den großen Wachturm instande und verbessere ihn, um eine imposante optische Aufwertung vorzunehmen. Investiere in diesen Bereich, um zwischen einem Magier- oder Templerturm wählen zu können. Okay. Blum. So, Hofaufwertung, da fehlen uns jetzt was? 2 Steinbrüche fehlen uns da. Eine traurige Waffe, ja. Es fehlt uns da traurige Splitter. Na gut. Jo, und dann würde ich auch sagen, wir machen dann hier Schluss. Es hat eh gepiepst. Und ja, dann kümmern wir uns da um die Wasserversorgung, um die Banditen und um alles andere.
in der nächsten Folge. Bis dann.